Opa, sag mal, kennst du das? Ich und du, Bäckers Kuh, Müllers Esel, der bist du. Was? Ich bin der Esel? Jetzt sag ich das mal. Ich und du, Bäckers Kuh, Müllers Esel, das bist du. Du? Du. Nee, ich bin die Liese. Stimmt, die bist du. Weißt du, wenn man Lust hat, dann kann man das Du auch singen. So etwa? Du hu 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 hu? Ja, so ungefähr. Guck mal zu. Verehrte Miss Lockett, ich möchte Sie daran erinnern, dass Sie nun allein in der Welt sind und das, worin alle übereinstimmen, jeder Mensch eines anderen bedarf, der ihm von Zeit zu Zeit gewisse Aufmerksamkeiten erweist. Wer wird binden deinen Schuh? Papa, Papa! Wer knöpft dir den Handschuh zu? Mama, Mama! Wer wird binden deinen Schuh? Papa! Wer knöpft dir den Handschuh zu? Mama! Und wer bringt dich spät zur Ruhe? Das macht mein süßer kleiner Bruder im Nu. Sie verstehen sich auf die Koketterie, was mir nicht missfällt. Jetzt aber frage ich Sie als künftiger Hippodrombesitzer und im Ernst. Wer wird binden deinen Schuh? Nur du, nur du. Wer knöpft dir den Handschuh zu? Nur du, nur du. Wer wird binden deinen Schuh? Du. Wer knöpft dir den Handschuh zu? Du. Und wer bringt dich spät zur Ruhe? Nur du und alle Tage wieder. Das macht mir keiner so gut wie du. Nein, 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 das macht mir keiner wie ich. Na, siehste? Aber du hast ganz struppelige Haare, Opa. Als ich so jung war, da hatte ich so viele. Aber da habe ich mich nicht so gerne gekämmt. Ja, Opi, geht mir genauso. Hoppla! Opi, bindest du auch mir mal die Schuhe? Ja, das macht dir keiner so gut, wie ich es tue.